Die Top 3 besten Gaming-Stühle. Gamer, aufgepasst, heute geht es an euer Sitzfleisch. Zocker wissen, der richtige Gaming-Stuhl holt noch mehr aus euren Games raus. Da hier die ein oder anderen Stunden zusammenkommen, ist es wichtig, dass der Stuhl nicht nur bequem ist, ihr die richtige Haltung vor eurem Monitor habt, sondern euer Rücken auch gleichzeitig geschont bleibt. Deshalb haben wir für euch heute die Top 3 Gaming-Stühle rausgesucht, mit denen ihr all diese wichtigen Punkte zusammenbringt. Worauf also noch warten? Auf die Plätze, fertig, los! Den Link zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung direkt unter dem Video. Den Einstieg machen wir heute mit dem GT Player Gaming Stuhl, den ihr schon für ca. 200 Euro zu euch nach Hause holen könnt. Und wenn wir Gaming Stuhl sagen, dann ist das auch drinne. Der GT Player ist gleich in ganzen 9 Farben verfügbar und diese können sich sehen lassen. Hier trifft Gaming auf Style. Das fängt schon beim Look an. Inspiriert ist dieser Stuhl nämlich von klassischen Sportsitzen für ein besseres Raumgefühl. Außerdem ist er mit PU-Leder bezogen, was euch sowohl das Gefühl von Textur, also auch das beste Sitzgefühl bietet. Dank Stahlrahmenstützen kann er locker über 90 Kilogramm Last vertragen. Wer sich gerne mal zurücklehnen möchte, der kann die Rückenlehne zwischen 90 und 150 Grad neigen. Vorsicht, Nickerchengefahr, auch wegen der WIP-Funktion. Wie auch immer ihr den Stuhl nutzen wollt, die verschiedenen Einstellungen erlauben euch, das richtige Sitzgefühl individuell einzustellen und so eignet sich der Gaming-Stuhl von GT Player als reiner Stuhl fürs Zocken, aber auch für Büroarbeiten. Konzipiert ist der Stuhl mit ergonomischem Design, so bietet er angenehme Unterstützung für Kopf, Schultern und Taille. Zusätzlich ist im Lieferumfang auch ein Lendenkissen enthalten, das eure Wirbelsäule im unteren Bereich entlastet und Rückenschmerzen vorbeugt. Wer sich für den GT Player entscheidet, der bekommt nicht nur einen soliden Einsteiger-Gaming-Stuhl, sondern kauft sich auch direkt einen kundenfreundlichen Service ein. Sollten nämlich Teile innerhalb von 2 Jahren beschädigt oder defekt sein, dann bekommt ihr die Teile vom Hersteller kostenlos ersetzt. Mit dem nächsten Stuhl aus unserer Liste wird es noch sportlicher, denn der Corsair T3 für ca. 280 Euro ist direkt aus dem Motorsport inspiriert. Bezogen ist dieser Stuhl mit atmungsaktivem Stoff, der sich ergonomisch an euch anpasst und gleichzeitig eine minimale Wärmespeicherung besitzt. Klingt schon ziemlich gemütlich, wird aber noch besser, denn das gepolsterte Nackenkissen und Lendenstützen bestehen aus Memory-Schaumstoff. Damit ist der Stuhl quasi wie für dich zugeschnitten. Der eingebettete Stahlrahmen im Grundgestell und im Rückenrahmen macht den Corsair zu einem mehr als robusten Stuhl, der für mehrere Jahre lang belastbar und strapazierfähig ist. Individueller für euch wird es mit den 4D-Armlehnen. Die könnt ihr in alle erdenklichen Richtungen für euch einstellen. Auf, ab, links, rechts, vor, zurück oder schwenken. Dank Gasdruckfeder könnt ihr spielend leicht die Sitzhöhe anpassen. Hier sind bis zu 100 mm Unterschied drinne. Auch aus der Rückenlehne lässt sich eine Neigung bis zu 180 Grad rausholen und das in Kombination mit einer bis zu 10 Grad neigbaren und einrastbaren Sitzfläche. Habt ihr Bock auf einen Chefsessel? Nur als Gaming-Variante? Dann solltet ihr euch den HP Omen Citadel Gaming Stuhl genauer anschauen. Für ungefähr 320 Euro werdet ihr zum Boss in eurer nächsten Gaming-Session. HP setzt mit dem Omen Citadel hier voll auf Komfort. Eine große Sitzfläche, besonders dicke Polster, ganze 15 cm und eine hohe Rückenlehne halten euch beim Gaming perfekt in Form. Dieser Stuhl ist quasi der Wohnzimmersessel fürs Gaming. Und das alles in einem eleganten Rennsport-Look. Und der kommt robust daher. Dank 5 Stern Stahlfuß schafft der Stuhl Lasten bis zu 136 Kilo. Das schlägt sich mit 29 Kilogramm zwar im Gewicht nieder, dafür sitzt ihr aber auch fest genau an dem Punkt, an den ihr wollt. Auch bei den Einstellmöglichkeiten seid ihr flexibel, macht aber wegen des Komforts einige Einbuße gegenüber unseren anderen Top-Gaming-Stühlen. Trotzdem ist die Höhe beispielsweise bis zu 100 mm verstellbar. Die Kissen könnt ihr übrigens abnehmen, so habt ihr die Möglichkeit, auch einen Kopf an die Rückenlehne anzulehnen. Und auch grundsätzlich ist der Aufbau von diesem Gaming-Sessel ein Kinderspiel. Alle notwendigen Schrauben befinden sich schon an ihrer entsprechenden Stelle, sodass ihr sie nur noch anziehen müsst. Nur 2 Schrauben müsst ihr für die beiden separat seitlichen Plastikverkleidungen selbst anbringen und voilà, eure nächsten Gaming-Session steht nichts mehr im Wege. Also auspacken, einschrauben und den Boss-Modus aktivieren. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Haltet euch fest oder bleibt sitzen, denn schon bald haben wir eine neue Auswahl für euch aus dem Bereich Technik und Gaming. Liebe Grüße und bis bald!